Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel unserer Steelers gegen die Landshut Cannibals. Endstand vor 1054 Zuschauern, 7-4 für unsere Steelers. Hier der Trainer unserer Gäste, Jerzy Erdenberger, den ich auch gleich bitten möchte, ein Statement zu der Partie abzugeben. Ja, erstens, guten Abend. Ja gut, zum Spiel, also verdienter Sieg für Bittigheim. Wir haben im ersten Drittel, ja, 3-1 Rückstand ist ein bisschen ungewöhnlich für uns, aber ist halt passiert. Wir haben ein paar Fehler gemacht in der zweiten Hälfte vom ersten Drittel. Ja, diese Fehler hat Bittigheim ausgenutzt und dann der Zwischenstand 4-1, das war schon, man würde fast glauben, so kleine Vorentscheidung, aber die Jungs haben dann, ja, das zweite Drittel sehr gut angefangen, ja, anstatt auf 3-2 zu kommen, 4-1, aber die Mannschaft hat auch weitergearbeitet, ja, sehr fleißig gearbeitet. Ausgleich erreicht, na, und dann nehmen wir in die Kabine wieder das fünfte Tor. Ja, da müssen wir uns schon ein bisschen an eigene Nase fassen, aber mit 7 Gegentoren, das ist schon irgendwie auch ein bisschen schwieriger zu gewinnen, obwohl wir in der Lage sind, Spiele zu spielen. Aber heute haben wir halt nahezu viel zugelassen oder halt zu viele Tore bekommen, ja, die in den letzten Spielen nicht so halt aus diesen Situationen gefallen sind. Na, und so müssen wir die Niederlage akzeptieren. Glückwunsch nach Bittigheim, na, und wir machen am Sonntag schon Pause. Vielen Dank. Würden Sie sagen, dass 5-4 kurz vor Drittelende, dass das so wirklich der Knackpunkt war? Ja, klar war das Knackpunkt. Aber ja, ich sage, nach der ersten Pause haben wir angefangen, ja, ich sage, besser zu spielen, so wie wir das auch kennen. Ja, und das 4-1 hat uns auch nicht aus dem Rhythmus geschmissen. Ja, die Mannschaft hat dann noch zugelegt. Na, und klar, das war auch 30, 15 Sekunden, na, in die Kabine und dann gleich dieser Powerplay. Ja, von Bittigheim 6-4 und dann kommt unser Powerplay, wir haben sehr gute Chancen, anstatt an 6-5 zu kommen, bleibt das 6-4. Also man muss auch akzeptieren, dass der Gegner da ist und heute hat Bittigheim Sieg verdient, Punkt, Ende. Vielen Dank. Ja, wir wünschen Jerzy Erdenberger erstmal einen schönen freien Sonntag, einen guten Nachhauseweg nach Landshut. Und viel Erfolg in den nächsten Spielen. Okay. Tschüss. Auf Wiedersehen.